Jojo, du bist zurück. Was habe ich verpasst? Du hast deine persönliche zweite Anmoderation verpasst, tatsächlich. Okay. Frag mal den Chat. Jojo, frag mal den Chat. Wer ist alles tot? Wir haben nur ein paar Finger verloren, Jojo, bis jetzt. Was für ein reizender Psychobau. Okay, alles klar. Sind wir erstmal im ersten Geschoss der Chapel. So, was finden wir hier? Vielleicht nimmt er sich mal einen Knüppel mit oder irgendwas. Wo geht's denn jetzt weiter? Ja. Achso, hier. Wir gehen einfach diese Treppe runter und würden hier runterspringen, Bernie, und dann checken wir das mal aus da unten. Diese schönen Ammoniereisen hängen ihm so. Dann hängt er da. und wieder hier. Das ist auch geil. So, können wir nochmal irgendwie... Wir gehen jetzt gleich in die Chapel rein. Ja, okay. Aber schön finde ich auch von Jojo. Dein Ernst jetzt? Dass sie ihre Anmoderation gemacht hast, wo sie nicht da war? Ja, weil wie gesagt, es tut mir leid, als Spieler kann ich den Chat nicht so wirklich verfolgen. Irgendwie im Nachhinein haben sie auch alle gesagt, Jojo ist kurz weg. Habe ich natürlich leider nicht gelesen. Irgendwie bin ich jetzt mir leider noch nicht gesagt. Piep! Ups. Ich weiß ja nicht, hat's irgendjemand. Was ist los hier? Nein! Oh nein, das sollte. Warum? Nein! Warum hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Ich dachte, du lässt jetzt extra auslaufen. Ja, ich hab ihm nur kurz mal klar gemacht, wer hier. Das Alpha-Männchen ist. Nee, ist klar. Ist klar. So, keine Angst zeigen. Und das war's gleich mit den anderen Fingern. Nicht die Hand so. Nicht die Hand. Oh, Melly, sag mal bitte, dass man das so nicht macht. Schön von oben, ruf, genau. Na, was hast du erwartet? Hey, ich will anfassen. Ich bin gar nicht so übel. Okay? Gib dir noch eine feste Hemd. Melly sagt, stell dich seitlich. So, aber das war erstmal in Ordnung. So, den kleinen Knuffer mit dem Knie, das war jetzt auch nicht so schlimm. Würde ich jetzt auch niemals beim Hund machen. Aber du musst dich auch irgendwie durchsetzen. Wir reden hier von einem Wolf. Ich wollte es nicht auslaufen lassen. Ich bin gerade panisch drüber gestolpert, dass es wie ein Quicktime war. Einer von 2000, die ich hier absolvieren muss. Was haben wir denn hier? Oh, eine schöne Jacke. Von dem Typen. Benni, du weißt, wie das ist in diesem Spiel mit Waffen aufnehmen. Du weißt, wie das ist. Nimm die Pistole. So, Chat, ihr könnt schon mal jetzt überlegen, wollten wir die Pistole aufnehmen? Da kommen sie jetzt sowieso nicht ran. Aber wenn wir nachher rankommen, sollen wir die Pistole nehmen? Und ihr wisst, bis jetzt ist immer irgendeine Scheiße passiert. Immer. Klar. Siehst du? Ja, safe. Guck mal hier. Zack. Siehst du, guck. Nimm sie. Tu es. So, können wir kurz erstmal nicht auf das Teufelchen hier auf meiner linken Schulter? Tu es. Sollen wir die Waffe mitnehmen? Und ihr wisst, aus einer Waffe entspringt nie etwas Gutes. Okay, warte, wir machen eine Abstimmung? Nehmen wir mal eine Abstimmung. Wir machen eine Abstimmung. In der Zwischenzeit kann ich nochmal jetzt kurz... Waffe nehmen. Nehmen. Fragezeichen. Antwortmöglichkeiten, ja klar. Zweite Antwortmöglichkeit, ja, auf jeden Fall. Schön. Dritte Antwortmöglichkeit, nicht manipulativ heute. Was für eine Frage? Ich glaube nicht, dass das eine Magnum ist. Das ist nur 32er. Und, okay, eins kriegt er für Stevie. Nee. Nö. So. Jetzt könnt ihr abstimmen. So. Hier, wie Mutti schon sagt, wir erschießen noch garantiert den Falschen. Also, ja, let's go. Siehst du? Also ich kenne jetzt schon die Antwort von Dave, auf jeden Fall. Ne? Ja, Dave ist immer dafür. Also ich weiß auch nicht, die Fragen, die du stellst. Aber vielleicht wollen die auch, dass wir jetzt denken, es geht ja eh schief, damit wir sie nicht nehmen. Und dann ist letztendlich doch ein Fehler. Das Problem ist ja das allererste Spiel dieser Art gewesen, oder beziehungsweise das zweite Spiel irgendwie. Der Rest kam ja erst irgendwie. Und wenn du... Oder könnte natürlich sein. Wenn man mal so ein bisschen mit verquerer Psychologie jetzt rangeht, in den nachfolgenden Teilen, war es immer ein Nachteil, die Waffe zu nehmen. Stimmt. Weil die vielleicht gedacht haben, irgendwie, Moment, im Teil davor hat er sie genommen und das war gut. Könnte sein. Könnte aber auch totale Scheiße sein und wir erschießen Ashley.
Wir wissen es nicht. Also ich kann schon mal so viel sagen, einer hat auf jeden Fall gesagt. Jeden Fall habe ich auch noch richtig schön falsch geschrieben, das ist auch richtig cool. Auf so, lass mich raten. Derjenige, der ja gesagt hat, reimt sich auf Schmenjamin? Nee, ich habe abgestimmt für was für eine Frage und vier weitere noch zusätzlich. Und ich sehe gerade, mein Chroma-Key bei dir ist gar nicht so gut. Ja, du hast ein bisschen Green. Egal, ist nicht so schlimm, Ben. Du siehst leicht kanalbedingt von unten illuminiert aus. Gibt dir so einen leicht sinistren Eindruck. Ja, ist okay. Achso, du willst ja sagen, dass sie nicht so weit gedacht haben wie bei dem Spiel? Nee, doch, ich denke, wer weiß. Ich meine, ja, nein, ich meine, letztendlich, nein, vielleicht, ich weiß es nicht. Ihr müsst entscheiden. Auf jeden Fall. So, haben wir schon? Nee, die Abstimmung läuft noch. Es ist halt auch, wie gesagt, hier muss ich nicht mal für Interaktion schämen. Ihr könnt bitte alle mitmachen, es kostet nichts irgendwie, aber es hilft uns sehr tatsächlich zu wissen, wie ihr tickt. Ihr durchgeknallten. Was für eine Frage, 80%. 80%, was für eine Frage, ja. Also was für eine Frage, ist eindeutig ein Ja. Ja, okay. Ja, nein, ich meine, nein. Nap, 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 nap. Nimm mal den Ballermann. Und schon sind wir Dirty Harry. So, haben wir sie. Sind da überhaupt Patronen drin? Können wir mal gucken. Bevor wir Sam mal schießen. Ja, schieß doch nicht Sam, wenn denn... Das wissen wir nicht, Benny, das wissen wir nicht. Irgendjemand wird definitiv irgendjemand erschießen. Was für ein Freak. Ah, schön. Hinweis entdeckt. Okay, wunderbar. Das ist schön. Jeder sollte so eine Devotionalienwand haben. Das ist toll. Schickt uns doch bitte Fotos von eurer Benny und Stefan, die ihr zu Hause habt. Und die tollste wird dann gekürt. So, Foto von Benny beim Schlafen. Das wäre aber, also... What? Weiß ich nicht. Da waren es nur noch 5. Kann ich nur 5 meiner Kumpels erschießen. Okay. Es ist schon geil gemacht, kann man nicht anders sagen irgendwie. Also auch für das Alter des Spiels ist es auch nicht schlecht gealtert, muss ich sagen. Also klar, die Animationen sehen jetzt halt so ein bisschen, die Texturen so ein bisschen okay. Aber dennoch, muss ich sagen, ja, mehr, macht das Spiel einen schnieken Eindruck. Also das Spiel an sich ja, aber auch, ich sag jetzt mal so, das Skript und die Unterhaltung zwischen den einzelnen Leuten, oh Gott. Ja, oh, aber okay. Vergleich mal bitte den Rest irgendwie, so, also, ne, da sind ja so einige Charaktere mit bei gewesen, gerade im letzten The Devil and Me war ja wirklich, da wolltest du ja nur noch irgendwie dir den Bleistift in die Ohren stechen irgendwie. Oh, nur noch mal aufhört. So, was? Das Schlimme ist, was macht er hier? Was denkt er hier zu finden? Natürlich. So. Ja, was? Lass mal, auf die Seite. Oh, na? Also tatsächlich, wenn wir jetzt probieren, hier jedes Schloss aufzuschießen irgendwie, kann es natürlich auch sein, dass wir uns selber einen Schuss, irgendwie so einen Querschläger einfangen. Mhm. Geil. Ja, oder oh, sowas. Ne? Oh, toll. Ja, es war klar. Es war klar, dass von nichts passiert. Schön. Das lief doch gut. Ja, noch doch. Oh. Und ich habe immer noch nicht gesehen, wie Sam ihr Bart nimmt. Stimmt. Aber der Typ ist anscheinend bei der Überwachung. Also jetzt irgendwen hat er jetzt ausgesperrt. Okay, der hat uns ausgesperrt, Matt. Ich will wieder zurück. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Kannst du loslassen. Mein Finger ist festgefroren. Community Overnight bei 1000 Abo Special. Ja, genau. Was? Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was?
Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ja, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was ich sage. So. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Benni, ja. Ist ja dein Charakter. Wollen wir uns da erstmal noch ein bisschen umsehen oder willst du gleich zur Axt? Ich will gleich zur Axt. Ich fühle mich viel besser mit einer Axt. Hey Joe, where are you going with the axe in your hand? Jawohl. Hinweis entdeckt. Axt. Und jetzt mach die Tür auf. Mit oh, der was Axt. Jetzt? Hier ist zu, Matt. Brich die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Ja, letztendlich darf man auch nicht vergessen, dass natürlich halt der Schnee und alle vier Geräusche frisst. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Du Schrank. Und? Ja, dann sage ich Emily mal hindurchhelfen. Die kann auch mal mit dir was tun hier. Okay. Gibt nicht zu eng, es gibt nur zu wenig Anlauf, so sieht's nämlich aus. Bist du irre? Zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch! Pui, Alter! Was denn ist da? Ich meine jetzt hier wegen Fenster und so. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. So was musst du auf jeden Fall. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay. Klar. Schön. Er hat echt Pina Coladas ausgemacht. Und werde. Los, mach jetzt! Was? Jetzt weigert sich nicht, da durchzugehen, ist der. Hier kommt Jackie! Wirklich. Er macht's ja nicht. So, die macht sich ja auch nicht ihre Fingernägel schmutzig oder dreckig oder kaputt. Ja, aber das ist jetzt zu laut, aber jetzt dann doch wieder nicht. Ja, man muss abwägen. Man muss immer abwägen, Benni. Aha, schön. Gott, verdammt! Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was? Oh, Melli. Teufel, oh, pfui, Alter. Pfui. Also wirklich. Oh. Dass das der einzige Rückweg ist. Geht gar nicht. Oh. Ist auch nichts dazu. Da. Die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Dazu fällt mir zwar eins ein, Melli. Wenn du springen kannst, was sollen wir tun? Hier spricht der Captain der MS-Niveau. Wir sinken. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Lala. So. Also, die Seilbahn ist anscheinend irgendwie kaputt. So, dann schauen wir nochmal. Wie werden die Hände wieder öffnen? Also, wieder in Betrieb nehmen müssen wir irgendwie. Dann gucken wir doch mal diese Karte an. Niemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Okay, Ranger-Fahrt gibt es quasi zum Funkturm. Mhm, da oben ist das Sanatorium, da ist Mieke. Und weiter kann ich nicht gucken. Weil er hat so einen steifen Hals. Geht nie. Hey, da! Feuerwachturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen. Steht an der Wand. Die! Oh, er schreibt Deutsch. Er kann nur gut sein. Epische Folge von Simpson. Die. So grottig. Aber das ist. Also, das wird wahrscheinlich Farbe sein. Es wird kein Blut sein, weil dafür ist es. Weiß ich nicht. Zu hell? Ja. Zu uniklumpt. Oh, warte mal, hier liegt noch was? Oder ach nee, ist hier vorne, oder? Nee, hier sind wieder Knöpfchen drücken. Müssen wir doch tun können. Knöpfchen und so? Ganz Ohr. Hier gibt's so viel Schrott, da muss doch was Brauchbares dabei sein. Push the button, Matt. Aber er macht nichts. Er kann nichts machen, ne? Naja, trotzdem. Er kann einfach nichts. Ah, wir brauchen einen Schlüssel. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Ach, schön. Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Ja, okay, komm, wir gehen zu dem Funkgerät. Zustimmen. Ja. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal.
Wow, Matt, gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Nimm die Axt, bitte. Ich hab grad genau das gleiche. Ich dachte, du bist wirklich genau das gleiche. Nimm die Axt. Matt, ist gut. Oder lass sie hier. Ich weiß es nicht. Irgendwas, aber keine Ahnung. Trenn dich von dir. Lass halt wie ein Unfall aussehen. Oh, Moment. Schubsi. Was? Ja? Darf ich da mal ran? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Du bist so scheiße, Benny, mach was. Ja? Ja. Ich geh weg. Mach doch dein Ding. Und, schaffst du es? Brauch ein bisschen. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und mit Baby ist die Taschenlampe. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Fürchterlich, irgendwie so ein Charakter. Ist doch fürchterlich. Ich meine, du bist jetzt so Klischees. Oh, hoppala. Warum mach ich das denn? Alles klar? Das ist doch nicht fallen. Ja, Scheiße. Danke. Weißt du. Oh, alter Trick, alter Trick. Und beschütz mich. Stopp, stopp, stopp. Also Benny, du musst beim nächsten Quicktime musst du schon sagen, was deine Figur machen muss. Ja? Okay. Meine Knie sind ganz weich. Dachte, das wäre selbsterklärend. Nein, das. Nee, du musst schon ganz klar sagen. Ich weiß ja nicht, ob du überhaupt drücken willst. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Ja, aber echt. Oh. So, Emmy, dann mal die Füße in der Hand und auf geht's. Wer ist denn heute zeitig? Mir wurde immer noch, klassisches Beispiel, ne? Mir wurde heiße Unterwäsche versprochen und... wer ist wieder der Lackmeiter? Matt. Okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht, Was waren wir oben gerade? Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Also, durch die Unschärfe im Hintergrund sah es so aus, als wenn sich ja irgendwas bewegt hat gerade, aber kann jetzt auch irgendwie nur ein Schatten gewesen sein. Ist fast dasselbe, es ist stockdunkel. Ich spiel's mit dem Render nicht hinterhergekommen. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Ist einfach abgebrochen und die weiterlaufen lassen. Ja, du musst erzählen weiter. Oder? Ich hör dir zu. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet ihr nämlich von uns. Ich hör diese Jogginghose, Alter, ey. Ist ja jetzt halt auch so ein Trend, dass alle nur noch mit so einem grauen Jogginghose rumlaufen. Ich verstehe es nicht. Der ist auf jeden Fall bequem. Ne? Also ja, ja, klar, aber es sieht doch einfach mal aus, als wenn du mit einer grauen Jogginghose unterwegs bist. Ich weiß nicht. Also auch hier schön in die Stiefel gesteckt oder so. Muss ja jetzt, bei Gott, man muss ja nicht ständig was Unbequemes tragen, so. Aber Jogginghosen, also soll jeder anziehen, was er will. So, ich würde es gewöhnlich nicht tun wollen. Ha, okay, wir konnten uns irgendwie retten. Mit dem kleinen Matten? Ja, aber warte mal, der hatte eine Waffe in der Hand. Das war Chris und es war Ashley. Ach so, ich dachte, das war Matt. Nee. Mich gerade so verguckt. Oh, was haben wir denn hier noch? What have we got here? Okay. Vielleicht können wir uns den scheinbar morscher Boden irgendwie. Soll ich hier mal drücken? Ja. War da eine Karte? Das ist ihr Handy. Wow, das ist Beths Handy. Aha. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Ja, jetzt müssen wir bloß noch ihren PIN kennen und dann. Supi. Ich glaube nicht, dass der Akku noch irgendwie nach einem Jahr überlebt hat. Denke nicht. Nicht in der Kälte auf jeden Fall. Es sei denn, mal Nokia. Denn hätte er jetzt nur 80%. Aber interessant. Das Handy noch da ist. Na, vor allen Dingen unter den Brettern, ne? Mit dem Salz. Was hört denn hier? Ist das ein Bär? Keine Ahnung. Elch. Moose. Ah, schön. Schubsi! Achso, schade. Ich dachte, wir Ganga Cliff. Okay. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Schubsi trotzdem.
So, das Schlimme ist, dass wir in die Welt da kommen. Sie erinnert mich so ein bisschen an Ariel gerade so, ne? An Ariel und hier. Matt, was ist das? Nazgul! Scheiße! Shit! Okay. Also mit denen würde ich mich nicht anlegen? Nee. Vor allem, wieso kommen die jetzt so straight auf uns zu? Das ist ein bisschen Quatsch. So, irgendwie relativ scheu. Das ist doch, so unrealistisch, das Spiel. Oh, hallo! Ach, und schöne Musik dazu. Oh, Moment, was da? Nippelblitzer? So ein geiles Cello-Stück, ey. Oh, er steht da! Er steht da! Oh, ist das eklig! Oh. Tja, ihr Lieben, bei 1000 Follower könnt ihr auch Benny beim Baden zuschauen. Hallo? Das will keiner sehen. Das weißt du doch Leute? Gar nicht. Du bist alles für einen Club. Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Okay. Na, aber hallo? Sam spielst du, ne? Ja, genau. Sam spiel ich, aber ich würde es einfach jetzt erstmal nur anschauen. So, wollen wir ein Handy mitnehmen? Kann man nicht mitnehmen, schade. Oh, kannst du das Handtuch ablegen? Nochmal meine Klamotten, wirklich? Wer Nein. auch immer das war, bekommt von mir kein Was? Weihnachtsgeschenk, okay, wirklich. Okay, die Klamotten nicht da. Cool, Leute. Überhaupt nicht. Super cool. Socken. Da werden wenigstens die Füße nicht kalt, ne? Kennt man ja bei Frauen. Oh, Füße immer kalt. Ne? Blasenentzündung. Schön. Das ist, einfach schön. Ich kann es tatsächlich gerade ja nicht anders irgendwie artikulieren. Hayden Panettiere, nur im Bademantel oder im Handtuch. Das sieht man auch nicht alle Tage. Chris? Wo man tatsächlich sagen muss, irgendwie, die Josh? Hat derzeit ja nicht so das leichte Schicksal. Irgendwie, die ist gerade auch mit so einem Bully-Typen zusammen, irgendwie, der sie wohl ganz schön heftig zusammengefaltet hat. Warte mal, warum ist da so ein Luftballon? Also so It-mäßig? Hier unten können wir alle fliegen, Georgie! Also, ich weiß ja nicht. Warum? Kannst du mit dem irgendwas machen? Nö, okay. Ist einfach da. Ist halt schon. Alter, ist ja finster hier. Und überall Kerzen. Also ich meine, schau's dir an. Wir reden hier von einem Spiel von 2015 auf der PlayStation 4 und es sieht echt gut aus. Also. Benni. Überall sind diese Luftballons. Ja, eine Geburtstagsfeier vielleicht. Ich weiß nicht. Das geht jetzt langsam echt so weit, drauf, okay? Wie das? Stimmt, da sind Pfeile drauf auf dem Luftballons. Seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Gucken wir mal kurz an, ob ich hier noch irgendwelche Totems finde. Okay, danach gehen wir auf jeden Fall die Treppe runter. Falls wir jetzt hier nicht noch irgendwas finden. Das ist ziemlich viel. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Also ich hätte das dagegen. Nein! Nein! ach, nö! Sorry, aber da muss man auch authentisch sein an der Stelle. Okay, jetzt gehen wir da runter. Wenn ich schreibe gerade, folge niemals Luftballons mit Pfeilen drauf. Wieso? Hattest du schon mal so eine Situation? Also entweder kommst du halt zum verrückten Clown oder zum tollsten Kindergeburtstag der Welt, das weißt du doch gar nicht. So, was haben wir hier? Nochmal das Familienfoto, das hatten wir schon mal. Bereit für die Senior-Abschlussball? Ja, alles klar. So, achso. Okay.
wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Nee. Schau mal erstmal hier hinten nochmal kurz. Also, ich weiß ja nicht. Vor allem muss es echt scheiß kalt sein, ne? Und wie der ganze Raum, das ganze Haus ist nicht heizt, ne? Und sie rennt jetzt hier frisch aus der Wanne, wo du eh schon aufgeheizt bist. Hier halbnackig rum, barfuß. Schlaf, wie es ist, das kann, das, da ist die Erkältung vorprogrammiert. Ja, mittlerweile haben sie, weiß ich nicht, Kerzen angemacht, anstelle mal irgendeinen Generator anzumachen, Heizung irgendwie zum Laufen zu bringen, Kamin zu befeuern, I don't know. Ja, ich verstehe noch nicht. Oh, warte mal, wo ist denn das? Achso, hier ist Tür. Und hier haben wir nochmal... So, was haben wir denn hier? Bringt das was mit einem anderen Charakter, sich die Sachen nochmal anzuschauen? Ja. Eine Kreissäge, 5 Ersatzsägeblätter. Ja, klar. FX. Okay, alles klar. Okay, hier war jemand shoppen. Die Frage ist nur... Oh nee, die mal nicht raus. Haben wir hier nochmal ein zoomt die jetzt nochmal auf? Ja. Weil? Na Benni, ich muss ja schon immer so ein bisschen für Thumbnails mitdenken, weißt du? So. Und da ist so ein großes Gesicht immer ganz gut. Klar, das Gesicht. So schlecht, Benni, schlecht. Wir werden ja sehen, was es für ein Thumbnail wird. Pass auf, ich mach mir nachher von denen Spaß. Nachher wird es so ein Thumbnail werden, irgendwie, du siehst bloß Füße und darunter liegt ein Handtuch. Und dann irgendwie so einen totalen Clickbaitchen-Titel so. Hat Hayden Panettiere wirklich das in Until Dawn gemacht? Oder und so was? Oder so siehst du Sam nackt. Ja, noch mehr Clickbait, oh schön. Naja. Immer rein. Top-Manager wollen nicht, dass du dieses Video siehst. Hey, meine! Huch! Ey, einmal möchte ich mich mal, bitte mal, Leute, wie ein erwachsener Mann erschrecken. Ich will nicht mehr! Ihr hört gefälligst damit auf und redet mit mir! Oh, Platin. Bitter Feast. Hallo, Samantha. Hallo? Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott! Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was macht ihr da draußen? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein. 7. Bitte! Springen. Unter Bett ist doch... Nein. Was hat er denn überhaupt in der Hand? Was ist denn das? So ein Flammenwerfer oder Benzin? Oder was ist das? Oh. Oh, warte mal, hier oben war noch die Baseballschläger. Ja, ja. Die Frage ist, liegt er noch da? Ja. Na, ja, da stand er. Scheiße.
ziehen. Oh, da ist er. Ah, mach hin, Sam! Schnau! Oh, das war jetzt aber, das sah nicht so. Das sah gerade knapper aus als sie dachte. Ich hätte jetzt auch gedacht, sie wäre. Ja. So, oder hat er sich so ein Bolzenschuss-Gerät hier wie No Country for Old Men? Au. Also ich muss sagen, das Handtuch hält echt gut. Der Irre verfolgt dich. Rom, 30 Grad. Das Handtuch sitzt. Ich spiel nochmal Sam, was? So, wollen wir verstecken? Wir verstecken uns mal jetzt. In dem Fahrstuhl. Du. Ich hab's auch erst gesehen. Oh! Ich wollte gerade sagen, Quicktime, oder? Nicht bewegen, Stevie. Du gehst nach oben. Geh nach unten, geh nach unten. Ein Stück nach unten. Ja. Und da ploppt ein Trophäe auf. Laute Schreie. Ja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht? Hey. Vorreiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Das ist ziemlich glaubst wieder du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, sie redet halt mit dem Mörder. Sich ändern. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor der Dunkelheit. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Weiß nicht. Oh,